Im Sperrmülllager des Mannheimer Biomassekraftwerkes auf der Friesenheimer Insel ist am Vormittag vermutlich durch Selbstentzündung ein Feuer ausgebrochen. Schon aus einigen Kilometern Entfernung war die Rauchsäule zu sehen. Wir haben um 11 Uhr festgestellt, dass sich ein kleiner Brand entwickelt hat in unserem Lager des Sperrmülls, also der voraufbereiteten Müllmenge, die wir in unser Biomassekraftwerk dann in Strom umwandeln. Es war ein oberflächlicher Brand, der sich sehr schnell ausgebreitet hat, auch durch den Wind. Die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort und hat innerhalb von einer halben Stunde die Flammen gelöscht. Im Moment sind sie jetzt noch dabei, die letzten Glutnester in dem Brandherd zu löschen und sicherzustellen, dass sich nicht nochmal neues Feuer entfacht. Also es handelt sich ja um Sperrmüll, also um Altholz überwiegend. Da besteht keine Gesundheitsgefährdung. Es gab natürlich eine kräftige Rauchentwicklung, auch durch das Löschwasser, aber natürlich auch durch das verbrennende Gut. Aber gesundheitsgefährdende Stoffe sind da nicht dabei. Auch Personen waren nicht hier vor Ort von dem Brand betroffen, sodass wir es mit keinerlei Schaden zu tun haben. Die Feuerwehr wird natürlich lieber ein bisschen länger bleiben als zu kurz, um ein Wiederaufflackern des Brandes zu verhindern. Die Flammen sind aus, die Glutlöster sind gelöscht, aber es wird jetzt natürlich noch die Brandwache vorhanden sein.